An open mind is like a fortress with its gates unbarred and unguarded. Hi. Ich glaube, ich werde einfach jede Folge jetzt mit meinen Lieblings-Warhammer 40k-Quotes, Zitaten anfangen. Dabei ist eigentlich hier gar nicht lustig. Wir sind im Büro von Theodora und die wurde ermordet. Jetzt bist du dabei, den Tatort zu erkunden, um rauszufinden, was da genau passiert ist. Bisschen was haben wir in der letzten Folge schon rausgefunden. Mit der Idira vor allem. Was sonst noch so ist. Guck an, ein Umhang. 5 Gefolgschaft für jeden Feind in einem 2-Zellen-Radius. Also Gefolgschaft ist ja gut, aber 2-Zellen-Radius? Da steht ja auch der Caiaphas Kane niemals. Wieso nicht irre? Kann man eigentlich aus dem Loot-Screen das gleich anlegen? Ich glaube nicht. Das hat sich das Farbschema angepasst. Der Umhang ist schon ganz cool. Für jeden Feind in einem 2-Zellen-Radius. Ich frage mich gerade, ob ich das irgendjemand anders geben sollte, dass der davon profitiert, von der Gefolgschaft. Aber in den Situationen brauchen wir das eigentlich alles gar nicht. So richtig. Seltsamer Umhang. Theodoras Rosarius, der Träger dieses Amuletts, erhält einen Bonus von plus 10 auf Handeln und Wissen. Auch das kann ich dann gleich ihm. Kann ich das gleich anlegen? Fracht, Inventar. Nee, schade. Ist jetzt nicht so schlimm. Sammeln wir es einfach mal ein und dann nehmen wir es. Also gerade Schmuckplätze. Sieht aus wie ein Ring, aber geht auch ein Amulett dran. Oder hier oben. Nee, da nicht. Was ist denn das? Für einen Platz? Was sagt er mir nicht? Ein leerer Platz kann ich nicht anklicken, um zu erfahren, was da genau reingehört. Das sieht nämlich eher aus wie eine Kette, aber ist irgend so ein. Na, sieht aus wie von der Inquisition fast. Oder, ne? Das kannst du schlecht sehen, irgendwie in der Farbe. Naja. Haben wir auf jeden Fall jetzt. Der Tatort wirkt, als wären die Opfer überrascht worden. Niemand hatte Zeit zu reagieren. Die Salonorgel scheint schon viele Jahre nicht mehr benutzt worden zu sein. Ein bizarres Fragment, das an einem Trophäenbrett hängt. Die helle, glatte Oberfläche des Objekts ist mit, wie schnell es mal weggeht, dunklen Punkten und bröckelnden Löchern befleckt. Oder auch bedeckt. Cool aus. Und ein Helm. Dogmatiker. Erfordert imperiales Jünger. Gewährt seinem Träger Immunität gegen feindliche kritische Treffer für die ersten 3 Runden im Kampf. Haben wir denn jemanden, auf den das zutrifft? Unsere Schwester hier? Warum darf ich da nicht hinwechseln? Okay. Jetzt geht's irgendwie. Oh. Okay. Gut. Das Spiel war noch ein bisschen verschlafen. Sie kann das natürlich tragen. Und den Helm blenden wir mal sofort aus. Da wir Lade hätte das vielleicht auch tragen können. Aber bei ihr ist das schon ganz gut aufgehoben. Weil hier haben wir jetzt jedenfalls. Also ich muss nochmal ganz gucken, dass ich nicht irgendwas übersehen habe. Weil es ja der wichtige Tatort ist. Nee. Dann geht's weiter. Das Spiel registriert manchmal Mausklicks nicht. Das mit dem Inventar eben war ganz komisch. Aber wenn ich jetzt hier klicke, manchmal akzeptiert er es nicht. Okay, aber wir haben andere Sorgen gerade. Was ist das denn? Bereite dich auf die Schlacht vor. Bringe deine Charaktere in Position. Kann ich erstmal die untersuchen vorher? Ein Kampfservitor. Uff. Ist schon halb tot und hat trotzdem noch 44 Lebenspunkte, was immer Wunden heißt. 16, 16, 6, 16, okay. Ja dann, wir stellen unsere Leute mal auf. Ich weiß nicht, wie die Priorität, die Initiative gleich aussehen wird. Den Abelard. Hier vorne erstmal so prinzipiell. Unsere Agenta auch eher. Ich würde sagen, dann sowohl Idira als auch den Caiaphas stellen wir hier so ein bisschen in Deckung auf.
Die Schwester ist ganz gut geschützt, aber sie kann auch noch besser geschützt sein. Nein, die ist außerhalb des Bereichs. Und sie kann ja auch schießen. Kann sie ruhig hier hinstellen. Sind alle ein bisschen geschützt. Und Abelard, dass er vielleicht noch stürmen kann. Machen wir es so. Leichte und mittlere Rüstung. Rüstung schützt den Charakter vor eingehendem Schaden. Zurzeit stehen dir die Typen leichte und mittlere Rüstung zur Verfügung. Der Wert der Rüstung gibt an, wie viel Prozent des eingehenden Schadens eines gegnerischen Angriffs sie absorbieren kann. Der Typ der Rüstung beeinflusst auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Charakter, der sie trägt, eine Ausweichprobe schafft. Je höher der Ausweichenabzug, desto geringer die Chance. Ein Charakter in leichter Rüstung weicht Angriffen häufiger aus, erleidet aber mehr Schaden, wenn er getroffen wird. Eine mittlere Rüstung absorbiert mehr Schaden, aber verringert die Gewandtheit und Fähigkeit, Angriffen auszuweichen. Einige Talente erlauben es Charakteren, verschiedene Rüstungen effektiver zu nutzen. Ja, das ergibt Sinn. So. Und wir sind dran, oder? Sind ja letzten in dieser Runde gar nicht mehr dran. Was heißt das eigentlich mit dieser 3 hier neben? Keine Ahnung. So, wir machen nutzen unsere Spells mal. Der Belad ist dran. Das verstehe ich manchmal noch nicht genau mit der Initiative. Waren die jetzt schon? Kommen die in der Runde noch dran? Werden wir gleich sehen. Also, bereit machen für den Einschlag. Das ist immer gut. Kostet ja auch keine Aktionspunkte. Wir haben noch den Ansturm zur Verfügung. Ertragen. Um 5 reduziert. Ja. Warum sollten wir das nicht machen? Nicht wahr? Spalten ist natürlich noch ganz gut. Damit würden wir ein paar treffen. Das ist die Frage, ob ich lieber einen erstmal wegfokussen möchte. Das ist meistens gar nicht so schlecht. Das machen wir auch. Dann stürme ich den hier an. Das Blöde ist, dass man davor stehen bleibt. Habe ich nicht richtig gut geguckt, weil... Na gut, der ist jetzt eh außerhalb der Reichweite. Hauen wir den. Der Gore ist schon nice in dem Game. So, Abelard, fertig. Rutschen die von oben nach unten durch. Meistens ja genau umgekehrt, dass oben die zuerst dran sind, aber hier sieht es genau andersrum aus. Ich weiß nicht, was das heißt. Das ist von 3 auf 2 runtergegangen. So, wir haben hier Kaifers dran. Wie viel Schaden machen wir nochmal? Also wir können erstmal hier nochmal Leute buffen, das ist immer gut. Um jeden Preis sich selber buffen, dass wir was bekommen. Dann stimmen das Kommandos. Unseren Abelard, der da vorne steht. Gewirrt sofort einen Zusatzzug. Auch wenn jemand schon dran war. Aber er hat keine Bewegungspunkte dann. Okay. Ich gebe mal noch einfach dann. Damit könnte ich eine Salve schießen. Kann ich Agenten noch einen Zusatz? Move geben? Nein. Ihm schon, aber er hat keine Bewegungspunkte, was nicht so gut ist. Geben wir das Idira. Warum ist dann, aber dann ist Idira vor, dann, ach, dann wechselt die Reihenfolge sofort dahin. Ah, okay. Okay. So. Wir wollen erstmal Feind analysieren. Dann haben wir die neue Fähigkeit Schwäche offenlegen. Dann können wir halt das einmal rausnehmen. Oh, ich habe keine. Das ist ja unangenehm. Das kostet 2 AP. Was soll ich denn parieren und Rüstung? Dann Fokus mit dem mal zuerst. Schalten wir den gleich aus, bevor er irgendwas machen kann, idealerweise. So, jetzt müsste sie ja fertig sein, dann müsste wieder Kaifers dran sein. Und ihre Lucht zurück in ihre normale Order. Ja, das ist richtig. So, dann schießen wir mal auf den. I'll make it happen. Verfehlt, ja. Der hält ganz schön was aus. Wir haben schon seine Rüstung reduziert und alles mit den ganzen Debuffs, aber es hat trotzdem nicht gereicht. Status der Gegner. Du wirst auch Feinde mit verschiedenen Fähigkeiten und Eigenschaften treffen. Ein Symbol neben dem Porträt eines Gegners zeigt an, dass er unter dem Einfluss eines bestimmten Effekts steht. Okay. Hier zum Beispiel. Schwer beschädigt ist er. Gut für uns. Schwäche offengelegt.
Und um jeden Preis. So, da will ich jetzt mal raufballern. Genau, das ein bisschen verbessern. Furioser Erwägungsgrund. I'll do it. Sich buffen. Laufen und ballern. Erlangt. Sein nächster Angriff kostet minus 1 AP. Das machen wir auch. Dann wird nicht angerechnet. So treffen die doch da alle. Da hinten kommen wir leider nicht mehr an, aber die drei. Ha, jawoll. Das müssen wir nochmal machen. Weil da ist die Reichweite nur begrenzt. Achso, ist die Combat Shotgun. Ich muss gleich noch was gucken. Die haben wir ja ganz neu. Ich muss ins Inventar von ihr schauen. Die Shotgun. Auf effektiver Reichweite. Gibt es da irgendwie einen Unterschied? Das wollte ich mir nochmal anschauen. Und das Wichtige ist, wie weit man entfernt steht mit der Shotgun. Finde ich ein bisschen geil. Maschinenpistole. Ob ich die Maschinenpistole nochmal austausche gegen ewigen Mut? Ich glaube schon. Kostet Aktionspunkte Waffen wechseln im Kampf? Anscheinend ja, denn es geht gerade nicht. Ja. Oder überhaupt geht es gar nicht. Kostet nicht nur Aktionspunkte, man kann es gar nicht machen. Na gut. But of course. Den armen Abelard hat auch mit erwischt. Die mal vorher analysieren sollen. Was it you? Or nice. Kein Schaden durch den Melter bekommen. Okay, Brudi. Spalten brauchen wir jetzt nicht. Kann man das immer machen? Ist immer auch ein bisschen komisch, dass es immer wieder gut kostet eine AP. Das ist halt immer ein Krieg, den man einfach machen muss. Ziel ist zu nah. Kann ich jetzt einen Schritt weggehen und dann hinstürmen? Das müsste ja gehen. Zwei und dann einfach nochmal angreifen. At your beck and call. Sauber. Und nochmal. Target well struck. Kaifers. Schluss da. Mach. Fünf. Nicht gereicht. Bring es zu Ende. Kann sie auch selber das eigentlich geben? Nein. Warum kann es ihm nicht geben? Was ist da der Grund? Also mit Stimme des Kommandos kann ich jemanden buffen. Dann kriegt er auch noch was. Ich will immer die Sachen ausprobieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel Agenta mit Stimme des Kommandos buffen. Dann er hat sie erhöhte Eigenschaften. Dann gebe ich ihr noch Bring es zu Ende. Kriegt sie Aktionspunkte. Und dann noch bis zum Ende des Zuges 10 Dynamik. Und jetzt, das heißt, ich habe Bock, einfach in den Nahkampf zu gehen und mit der Shotgun ins Gesicht zu schießen. Also ich kann keine Bewegungspunkte bekommen, in der Runde zumindest, schade. So geht's aber auch. Jetzt kann sie noch normal gehen. Ruhig dahin. Agenta, genüssliches Gemetzel. Der Scharfschütze hebt sofort den Effekt erschöpft auf. Ich bin noch nicht ganz sicher, wo. Ich habe doch nirgendwo erschöpft, oder? Kriege ich ihn durch irgendwas anderes? Außer Atem ist sie. Außer Atem ist was anderes als erschöpft. Irgendwie muss ich mal schauen, wann ich erschöpft bin. Und wir erhalten 10 Ballistik, 17 kritischer Schaden, 6 kritische Trefferchance bis zum Ende des Kampfes. Diese Fähigkeit wird verfügbar, nachdem der Scharfschütze 3 Gegner getötet hat. Nice. Einfach mal aktivieren. Kann ich eigentlich meine. Ja, ich kann das auch neu belegen. Sehr gut. Und jetzt ballert ihn weg. Auch noch gecrittet. Sehr gut. K
Kampflog. Du kannst ja ein besseres Bild davon machen, was im Kampf passiert ist, indem du das Kampflog anklickst. Ja, da steht echt viel drin. Das Kampflog ist ziemlich geil. Gibt es für Kampf, Dialoge kann man nachschauen, Ereignisse oder alles zusammen. Und auch die ausführlichen Tooltips, die man da hat, sind schon echt cool. Und alle aufgestiegen. Wir looten erstmal, dann steigen wir auf. Irgendwas Spannendes hier. Das sind ganz normale Schwerter, die nicht besser sind. Wir haben ein 50, das sind Intelligenz. Ein schöner Anhänger für Doofe. Doofe profitieren von diesem Laserpistole. Braucht auch gar keine. Komm, hier mal schön ins Schiff. Den Anhänger wollen wir. 5 Zähigkeit, wenn er dümmer ist als 35. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Intelligenz 35 ist nicht weniger. Der Abelardo ist jetzt nicht so der hellste. Die Idira auch nicht. Die sind alle nicht so smart. Der Zähigkeitswert ist hier 30. Und Verletzung widerstehen, Punkte, 10% Wunden, beeinflusst auch die Zechenfähigkeit. Ich würde es dem Abelard geben. Der ist eh schon sehr zäh. Dann ist er noch zäher. Obwohl, ehrlich gesagt, dann kann ich mit ihr vielleicht noch ein bisschen, geben wir es doch. Müssen wir umständlich machen. Der Agenta. Ja, das finde ich gut. Dass man alles auf einmal lootet, finde ich übrigens super angenehm. Ich glaube, wir sollten aber auch, bevor wir noch einen Schritt weitergehen, unsere Charaktere aufleveln, weil wer weiß, was wir da vorne treffen im nächsten Raum. Tja, die Theodora hat nicht wirklich die Chance, sie kennenzulernen. I always keep my options open. Das klingt auch nach Caiaphas Kane. Die Stimme passt einfach perfekt. Als ob sie das ein bisschen schon so gemacht haben. Bin ich der Einzige, der die Idee hat, einen Kommissar in der Richtung zu bauen. So, ein Rang verfügbar. Nice. So, wir haben die Wahl zwischen zwei Sachen. Sehr cool. Und die Wahl haben wir zwischen einer Spezialfähigkeit. Der Offizier gewährt einem Verbündeten einen Zusatzzug mit vollen AP und BP. Während des Zusatzzugs ignoriert der Verbündete das Limit für die Anzahl der Angriffe. What? Das ist voll gut. Das ist voll gut. Ich bin gespannt, was das ist. Oder ein Talent auswählen. Was habe ich denn für Talente? Ich speichere eben, aber ich das nicht ganz verstehe. Im Zweifel zwar nochmal laden kann. Was passiert, wenn ich das auswähle? Was habe ich denn für Talente? Ah, hier kann ich draufklicken. Dann kommt das so. Okay. Okay, es gibt eine Menge Talente. Einige sind noch gelockt. Viele sind da. Und ein paar mit dem Daumen, die sind empfohlen, wenn ich das richtig verstehe. Empfohlene Eigenschaften, Lieblingseigenschaften, das kann ich selber markieren. Nice, Offensiv, Verteidigung, Unterstützung, universelle Doktrintalente, Ursprungstalente und Warp-Eigenschaften. Aha, Warp. Okay, das gucken wir uns alles an. Also ich spiele natürlich dann, ich mache jetzt ein bisschen Aufleveln, wenn es nicht interessiert, kann natürlich dann einfach ein bisschen vorspulen. Aber das wird jetzt eine Weile dauern für die vier Leute, vor allem wenn es dann solche, also das ist halt eine echt krasse Spezialfähigkeit. Zusatzzug mit vollen AP und BP und er kann beliebig oft angreifen. Wenn er vor einem steht, kann er solche viermal zuhauen mit einem Aktionspunkt. Und dann muss ich echt wissen, was hier Gutes dabei ist. Die Reichweite der Fähigkeiten des Offiziers wird um 3 erhöht. Auch gut. Stählerne Entschlossenheit. Entschlossenheit wird erhöht. Entschlossenheit. Wie effizient und wie lange die Charaktere in der Schlacht kämpfen können. Sie bestimmt, wie viel Dynamik zu Beginn dieses Zuges eines Gegners vorhanden ist. Weil das sehe ich hier gar nicht in der. Das ist dann ein indirekter Wert, der sich daraus ergibt. Im Moment haben wir Wert 6 und wir bekommen plus 3, 50% mehr Entschlossenheit. Okay, klingt auch nicht schlecht, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Blut der Märtyrer. Immer wenn ein Verbündeter eine Heldentat einsetzt, erhält dieser Verbündete temporäre Wunden in Höhe von 10% der maximalen Wunden plus Entschlossenheit des Anführers. Oh, das ist aber auch ganz schön viel. Weil wenn das hier erhöht ist, 9, 10% plus 9 zum Beispiel, das würde ja seine hier zum Beispiel das um 11 erhöhen. Von 23, 50% mehr Lebenspunkte damit nach einer Heldentat.
Man kann wohl auch umscalen in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Begrenzungen gibt, aber prinzipiell geht das. Konzentration. Immer wenn der Offizier eine Fähigkeit bei einem Verbündeten einsetzt, mache ich ziemlich häufig, erhält dieser Verbündete einen Bonus auf seine Wahrnehmung und Ballistikfertigkeit in Höhe von Phil-Bonus. Fellowship ist das wahrscheinlich. Ich finde es komisch, dass die Abkürzungen nicht übersetzt sind auf Deutsch, ja, Gefolgschaft. Hat ja auch vor allem eine deutsche Abkürzung, GEF. Ist bloß noch ein Fehler im Tooltip. Diese Boni sind stapelbar, aber die Hälfte geht am Ende des Zugs verloren. Auf Ballistikfertigkeit? Okay, nice. Wahrnehmung ist auch nicht so schlecht. Also ein Fernkämpfer ordentlich buffen. Anspornen. Immer wenn ein Offizier einen Verbündeten zum ersten Mal in einer Runde mit einer Fähigkeit anvisiert, erhält dieser Verbündete temporäre Wunden. Willenskraft. Immer wenn der Offizier einen Verbündeten mit einer Aktion anvisiert, wird die Entschlossenheit dieses Verbündeten bis zum Ende des nächsten Zugs des Offiziers um ein erhöht. Ist direkt so stapelbar. Körperliche Ermutigung. Immer wenn ein Verbündeter einen Zug neben dem Offizier beginnt, erhält dieser Verbündete Bewegungspunkte. Okay, das findet nicht so häufig statt. Eiserne Disziplin. Verbündete, die von den Fähigkeiten des Offiziers betroffen sind, erhalten einen Bonus auf alle Widerstandsproben. Auch nett. Das Ziel von Bring es zu Ende. Oh, das sind aber viele Talente. Warum geht das nicht? Eigenschaften, Aura, das, der Autorität braucht man vorher. Das kann ich jetzt nicht alles, da bin ich ja morgen noch dabei. Die Hälfte des Bonus, der durch die Stimme des Kommandos gewährt wird, bleibt bis zum Ende des Kampfes erhalten. Okay, auch nicht so schlecht. Die Hälfte, da kann man die Stimme des Kommandos einmal durchrotieren. Und dann kann ich mir die Stimme des Kommandos angucken, die ich gerade schon habe. Eigenschaften werden um 15 erhöht. Dann hat also jeder 7 oder 8, je nachdem, für den Rest des Kampfes. Ist nicht schlecht. Immer wenn eine Heldentat im Kampf von einem beliebigen Charakter genutzt wird, kostet der nächste Angriff des Offiziers 0 AP. 5 Gefolgschaft. Tut mir leid, das kann ich, da wäre ich blöde von. Das ist auch mir zu, das ist echt zu viel. Das ist mir echt zu viel. Was sind die Empfohlenen? Die finde ich nicht schlecht. Wir können nochmal kurz schauen, was so prinzipiell gibt. Offensiv ist bei ihm nicht so wichtig. Verteidigung kann ganz nett sein, aber das ist auch für andere Unterstützung. Auch schon eine Menge. Es sind auch viele von empfohlen. Universelle Eigenschaften, befehlsgewaltige Stimme, Doktrintalente. Hier rechts steht so ein bisschen allgemein was über die. Ne, steht immer das Gleiche. Ist sehr witzig. Ich dachte, wir noch mal ein bisschen das besser erklärt. Ursprungstalente, Kameradschaft durch die Makropolherkunft. Ist mir zu kompliziert. Ich komme damit nicht klar. Ich nehme das, weil ich das echt gut finde. Ach, ich krieg beides. Oder was? Nee, okay. Ich war kurz. Nee, muss schon auswählen. Ich weiß, der Aufgang ist. Ihr merkt es schon, ich bin hier am Rande des Wahnsinns. So, verfügbare Spezialfähigkeiten. Bei diesem Trogdin-Rang. Ach, jetzt erhalten wir das. Jetzt erhalten wir die Heldentat und Verzweiflungstat. Cool. Werden wir im nächsten Kampf dann mal sehen können, vielleicht. Sehr schön. So, weiter. Jetzt muss ich doch eine auswählen. Man kriegt doch beides. Ich dachte, man muss das sich entscheiden. Oh Gott. Eine Heldentat setzt man es auch nicht so häufig ein. Das ist ziemlich gut. Ich muss mal kurz weg. Mein Feuermelder hat gepiept. So, bin zurück. Ich habe noch ein bisschen Schiss davor. Also was ich ganz gut fand, wo waren das? Ist
Ich glaube, das hier bleibende Eindruck, dass die Hälfte des Bonus, der durch Stimme des Kommandos gewährt wird, bis zum Ende des Kampfes erhalten bleibt. Weil Stimme des Kommandos ist ganz nice und dann kann ich einfach die Leute durchbuffen. Finde ich prinzipiell ganz sexy. Immer wenn die Fähigkeit des Offiziers einem Verbündeten Aktionspunkte gewährt, erhält dieser Verbündete außerdem bis zum Ende des Kampfes für jeden gewonnenen Aktionspunkt plus 1 auf alle Eigenschaften. Darauf ist empfohlen. Ich gucke mir das jetzt nicht alles an. Ich werde da blöde von. Ich finde das einfach gut. Das wurde nicht mal empfohlen, bleibender Eindruck. Weil es ist nicht so toll, wie ich denke. Ich finde es geil. Das bisschen weiter rufen ist nicht schlecht. Entschlossenheit, das kann ich überhaupt nicht einschätzen irgendwie. Das wird ja manchmal für andere Sachen mit benutzt. Deswegen ist es nicht verkehrt. Wir müssen mal schauen mit diesen Heldentaten, wie oft wir benutzen können. Konzentration. Das ist auch ganz nett. Aber da finde ich einen Bonus insgesamt besser irgendwie von den Zahlen. Man kriegt temporäre Wunden wieder mal. Die Entschlossenheit wird erhöht. Ja, ich mache jetzt einfach das hier. Das finde ich gut. Okay. Fertig. Herr Abelard. Neue Fähigkeit. Der Krieger erhält augenblicklich sämtliche AP und BP zurück und erlangt Agi-Bonus BP bis zum Ende des Zuges. Okay. Nach Angriffen verliert er keine BP und er hat in diesem Zug kein Limit auf Nahkampfangriffe. Wie oft kann er das machen? Einmal im Kampf? Keine Ahnung, werden wir sehen. Als zweites kriegt er auch Talente natürlich. Verachtung. Immer wenn ein Feind den Krieger angreift, verursacht der nächste Nahkampfangriff des Kriegers gegen diesen Feind zusätzlichen Toughness-Schaden, Bonusschaden. Dieser lässt sich nicht stapeln, kann aber nach einem weiteren Angriff derselben oder eines anderen Feindes erneut aktiviert werden. Wutanfall. Wenn der Krieger weniger als 50% Wunden hat, erhält er kritische Trefferchance. Epicenter des Gemetzes. Immer wenn der Krieger angegriffen wird, erhält er bis zum Ende des Kampfes plus ein Stapel Epizentrum des Gemetzels. Zu Beginn seines Zuges erhält der Krieger eine temporäre Wunde pro Stapel. Diese temporären Wunden können den Toughness-Bonus des Kriegers nicht überschreiten. Den sehe ich gerade, also 5. Okay, er kann praktisch bis zu 5 temporäre HP bekommen. Plus 1 in der Angegriffen wird jedes Mal. Verwüstung. Der Krieger fügt Feinden, die keine Verbündeten in benachbarten Feldern haben, zusätzlichen Agi-Bonus-Schaden zu. Das war aber nicht so stark, der Agility-Bonus. Beweglichkeit 3. Ja. Dicke Haut. Der Krieger erlangt plus 1 Schadensdeflektion. Seine Chance zum Parieren wird um 25% der gesamten Rüstung des Kriegers erhöht. Rüstung 30 und davon 25%. 7% ausweichen, oder was? Ne, parieren. So rum, nicht ausweichen. Parieren hat er 70%. Und dann hat er 10% mehr Parieren. Ein Schadensdeflektion hat er noch gar keine. Schadensdeflektion kann nice sein, finde ich. So eine Mischung aus Rüstung und Schadensdeflektion ist meistens eine gute Option. Da muss man ein bisschen gucken, ob man eher gegen viele kleine Gegner kämpft oder gegen einen großen. Prinzipiell ist sowas nicht verkehrt. Offener Kampf. Wenn keine Gegner in der Nähe sind, wird der Schaden für einen Nahkampfangriff erhöht. Impetus. Ansturm macht mehr Schaden bei Distanz von 5. Okay. Lebendiger Schild. Feinde erleiden einen Abzug von minus 10 auf ihre Trefferchance mit Fernkampfangriffen gegen den Krieger für jeden Feind in einem Radius von plus 1. Ja, ich nehme was von den empfohlenen Sachen. Tut mir leid, sonst sitze ich hier morgen noch. Also, immer wenn der Feind den Krieger angreift, hat man also praktisch so ein Retaliate, Wutanfall, wenn man wenig HP hat. Wenn man da steht, bekommt man diese temporären Wunden. Und jedes Mal, wenn man dran ist, heilt sich praktisch schon mal um 5. Verwüstung. Dicke Haut. Dicke Haut finde ich noch ganz nice. Und offener Kampf. Dicke Haut und Epizentrum finde ich nice. Immer wenn der Krieg angegriffen wird, dann kriegt man das. Und behält das. Ein Deflektion und 7 parieren. Wir nehmen das mal. Das ist gut. So, komm her, Idira.
Was kriegt sie denn? Entwaffneter Angriff. Der Agent fügt allen Feinden im Kampf augenblicklich ein Ausnutzen zu und führt dann einen kostenlosen Angriff. Das ist was sie mit den anderen Sachen auch macht. Okay, das kann man ja sogar verwenden. Interessant. Also alle kriegen ein Ausnutzen und führt dann einen kostenlosen Angriff auf ein Ziel aus, der immer trifft. Das Ziel dieses Angriffs erleidet bis zum Ende des Kampfes einen Abzug von -30% auf Ausweichen und einen Abzug von -30% auf Rüstung. Bis zum Ende des Kampfes. Okay. Ich finde, also es gibt so viele Buffs und Debuffs. Spontan kommt mir schon ein bisschen viel vor. Ich habe es auch gehört von den anderen Owlcat Games, dass es manchmal nervt, dass du irgendwie am Anfang des Kampfes irgendwie erstmal 17 Buffs aufeinander castest. Oder nerven kann. Wahrscheinlich auch ein bisschen von den Klassen abhängig. Wenn der Agent einen Ausnutzen auf einen Feind auslöst, erhält der Agent bis zum Ende des Kampfes einen Schaden und zwei Rüstungsdurchdringung. Die braucht man eine andere Waffe noch, weil sie hat, glaube ich, eine Nahkampfwaffe. Eigentlich ist sie ja mit ihrem Blitzbogen, da steht sie irgendwo hinten. Da muss ich gleich dran denken, mal ihre Sachen anzupassen. Also das Ausnutzen haben wir, das synergiert ja eigentlich ganz gut mit entwaffnender Angriff. Da kriegt das alle. Und dann kriegt sie plus Schaden. Schwacher Körper, schwache Seele. Schwäche offenlegen reduziert außerdem die Zähigkeit und die Willenskraft. Frisches Ziel. Immer wenn der Agent einen Feind angreift, der volle Wunden hat, fügt dieser Angriff mehr Schaden zu. Sofortige Aufdeckung. Schwäche offenlegen kostet 0 AP. Nicht das Gefühl gehabt. Wenn das Ziel von Feinden analysieren zwei oder mehr Ausnutzen hat, erhält es bloß ein Ausnutzen. Okay. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist halt hier. Feinde analysieren. Kriegt zwei Ausnutzen. Dann hat man die Schwäche aufliegen, was das halt nutzen kann. Hier sind die Talente. Puh, ein bisschen viel Kram, ehrlich gesagt. Das ist nicht... Überzeugt mich alles gar nicht so sehr, ehrlich gesagt. Das ist ganz nett. Plus 10 plus Wahrnehmungsbonus. 5 ist das? Ne, 4. 14 mehr Schaden macht sie bei... Also 14 mehr Schaden angreift. Aber angreift sind auch meine Spells doch, oder? Also mein, das ist doch voll krass, oder nicht? Wenn ich... Also... Wenn ich hier ein... wo ist denn das hin? Aktive Fähigkeiten da. Hier unten. Nee, Fähigkeiten. Wo ist denn mein Angriff? Den darf ich nicht sehen, oder wie? Sie war schon auf dem Weg des Heretikers. Übel mit ihr. Okay, ich kann meinen Angriff hier nicht sehen. Ich gehe mal zurück einfach. Was ist denn hier eigentlich, wenn ich das mache? Zurück, 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 zurück. Nee, das zurück nicht. Ja, den habe ich ja angenommen. Sehr gut. Ich wollte nur mal bei ihr schauen. Das hier. Das zählt doch als Angriff, oder nicht? Ist ja auch ein... Braucht ja auch Angriffspunkte. Oder Aktionspunkte. Oder zählt nur wirklich ein Waffenangriff als Angriff? Das ist immer so eine Geschichte, ein einzelner Angriff. Kann ich in meinem Buch sowas nachschlagen? Wörterbuch, Angriff. Aber es ist kein Tutorial, muss ich... Das ist hier ist sowas im mechanischen Wörterbuch. Guck, ob wir da was mit Angriff sehen. Angriff, ja. Kann keine Waffen nutzen. Angriff unmöglich. Aber hier ist auch wieder Angriff. Auch nur ein pro Zug bezieht sich auf das andere auch. Hm. Schade, das wird mir hier nicht erklärt, was als Angriff zählt. Aber es wäre zu stark, oder? Auf jeden Fall eine Menge Schaden, den sie da macht.
Schwäche auflegen kostet 0 AP. Die Frage ist, ist es denn so wichtig? 0 AP? Kostet eh nur 1 AP und ich habe eigentlich genug. Mache mit anderen Kram eh nichts. So, ich. Also, hatte ich nicht das Gefühl, dass das das Problem ist. Und was müssen wir jetzt aber finden? In seinem ersten Zug des Kampfes verteilt der Agent zufällig dieselbe Anzahl von Ausnutzen wie beim Einsatz von Feinden analysieren. Und zwar auf alle Feinde in einem 10-Felder Radius um den Agenten. Zu Beginn jedes weiteren Zuges verteilt er halb so viele Ausnutzen auf alle Feinde in einem 2-Felder Radius um ihn herum. 2 Felder ist jetzt nicht so viel. Immer wenn der Agent einen Feind trifft, der sowohl von Ausnutzen als auch von Schwächeauflegen betroffen ist, verliert dieser Gegner 3 Bewegungspunkte und sein Schaden wird in seinem nächsten Zug um 20% reduziert. Okay. Nicht so schlecht. Offensivmuster Vorhersage. Er hat weniger Schaden, wenn sie unter Ausnutzen stehen. Immer wenn ein von Ausnutzen betroffener Feind innerhalb eines 5-Felder-Radius um den Agenten letzteren oder seinen Verbündeten angreift, wird der Effekt auf den Feind um ein zusätzliches Ausnutzen erhöht. Alter, das soll ich ein bisschen mehr. Das kann man auch nicht im Kopf ausrechnen. Ich finde das. Die Talente sind mir viel zu kompliziert. Ich glaube, es ganz cool sind. Die müssten ein bisschen strukturierter sein. Aber wie soll ich mir das denn im Kopf jetzt ausrechnen, zum Beispiel? Ein zusätzliches Ausnutzen macht das und. Das kann sich doch kein Schwein merken, mal ernsthaft. Das ist mir bei D&D passiert mir das nicht, obwohl ich auch echt gar kein Experte bin. Aber ich kann die. Auch da muss ich manchmal eine Weile nachdenken, aber die sind trotzdem sehr viel intuitiver, die Feeds. Während der Agent einen Wahrnehmungsbonus von 10 in der Höhe hat, erlangt er plus 1 AP und ignoriert die Schadendeflektion seiner Feinde. Der Wahrnehmungsbonus von 10 habe ich jetzt noch nicht. Das klingt ganz gut, wenn man da hohen hat. Deflektion. Ignorieren ist ziemlich geil. Ein Aktionspunkt ist auch nicht schlecht. Scharfschütze. Aber die macht doch eh nicht. Kurz nochmal, jetzt meckert er auch mal wieder. Ich stehe doch eh da hinten. Also vielleicht kann sie das auch. Aber eigentlich ihre Ballistikfähigkeit und Waffenfähigkeit ist gleich. Also wäre ihr das einigermaßen egal. Ihre Rüstung ist jetzt nicht so der Knaller. Aber es ist Scharfschütze nicht so wirklich ihre Sache. Ein Ausnutzen zu... Und zwar auch bei Feinden, die sich nicht in seiner Sichtlinie befinden. Was heißt das, fügt ein Ausnutzen hinzu? Muss ich das klicken? Oder mache ich es einfach, wenig sehe? Weil ich auch wenig nicht sehe. Ich mache bei allen ein Ausnutzen, oder was? Aber es ist doch wie hier. Nee, Auch hier mit dem Schaden. Ich weiß nicht, ob sich das auf ihren Blitz mitbezieht. Vielleicht wisst ihr das und könnt mir das sagen, ob sich sowas nur auf Waffen bezieht, solche Plus-Schaden oder auch auf ihre Spells. Genauso wie mit dem Angriff hier, die zwei Sachen, die ihr euch auskennt. Wo war das? Weiß ich schon nicht mehr. Aber irgendwo stand, wenn ich halt jemanden angreife, ach das hier, dann kriege ich Prozentschaden, 14% Schaden. Ich habe auch 14 Schaden gedacht, nicht 14% Schaden. Das ist natürlich ganz schön. Sie hat einen Intelligenzbonus. Ja, ist das wichtig? Auch kritische Trefferchance. Okay, das ist nicht so schlecht. Zu Beginn des Zuges des Agenten erhält der Feind mit der größten Anzahl von Ausnutzen einen zusätzlichen Ausnutzenstapel. Also einer, weil dann verstehe ich das nicht mit der verbesserten, mit der unheimlichen Sicht. Zu Beginn des Zugs ein Ausnutzen zu. Aber wem denn? Bei Feinden. Und zwar auch bei Feinden, die sich nicht in der Sichtlinie befinden. Das klingt für mich so, als würde jeder Feind ein Ausnutzen bekommen. Aber das kann ja nicht sein. Weil zum Beispiel hier habe ich ein Talent, wo der Feind mit der größten Anzahl von Ausnutzen ein Ausnutzen dazu bekommt. Also hier bekommt einer Ausnutzen dazu und hier... Ach so, ein Ausnutzen. Und zwar, wahrscheinlich ist das dann zufällig. Wenn wir ein Ausnutzen, das ist nur ein Ausnutzen bei irgendwie jemanden. Aber das ist ja auch super ähnlich. Oder kann ich das wenigstens selber steuern, hier das Ausnutzen, unheimliche Sicht. Ich weiß nicht, wie das angewendet wird.
Und hier ist es halt, derjenige, der eh schon die meisten hat, kriegt noch einen Stapel. Also eigentlich ist das doch immer besser. Außer es ist komplett random. Das hätten die da mal zuschreiben sollen, wenn es komplett random ist. Während der Agent halbe Deckung hat, ist seine Deckungseffizienz um 15% erhöht. Nicht so schlecht. Kettenwaffe, Kampfexperte, flinke Bewegungen, Duellkönnen, Flammenwerferexperte, flink. Stirbt einfach nicht. Auch nice. Festgeschossene Angriffe erlangen 2 Maximalschaden. Energiewaffenexperte. Okay, Waffenexperten, alles hier. Kann man charakteristisches Training machen für bestimmte Sachen. Grundwissen, Warp, ganz viel Wissen. Unnatürliches Glück. Wann immer der Psioniker die psionische Kraft Prophezeiung auf ihren Verbündeten ohne unnatürliches Glück-Effekt erwirkt, erlangt dieser unnatürliches Glück. Wenn der Verbündete einen kritischen Treffer leidet, wird dieser auf einen normalen Treffer reduziert. Okay. Holy shit. Vor allem ist das doch echt. Also. Besten der Menschheit gewählt wurde. Wenn kein anderer Charakter in der aktuellen Gruppe über dieselbe Doktrin verfügt wie dieser Charakter, kostet die erste Verwendung jeglicher Fähigkeiten von dieser Doktrin. Brennt das Hirn weg. Wenn ein Charakter einer imperialen Welt von einer nicht schädigenden Einheit, Fähigkeit eines Verbündeten betroffen ist oder einen Verbündeten mit einer solchen Fähigkeit Einfluss wird, dann entschlossen und halt eine Runde. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht ernst gemeint. Ich nehme jetzt irgendwas von den empfohlenen Sachen. Ich finde es blöd. Es tut mir leid. Ich beschäftige mich echt gern mit solchen Sachen. Hier gebe ich jetzt gerade auf. Für Augenblick. Ich kann aber noch umskillen und vielleicht mache ich das irgendwie nochmal. So, also. Schwäche auf den kostet 0 AP. Finde ich nicht so spannend. Frisches Ziel. Immer wenn der Agent einen Feind angreift, der volle Wunden hat, macht man 14% mehr Schaden. Schwäche auf den reduziert außerdem die Zähigkeit und die Willenskraft. Wofür ist denn die Willenskraft wichtig? Psionische Kräfte widerstehen. Und Zähigkeit, Zechen, kann ich so gut saufen, negativen physischen Effekten zu widerstehen, die Anzahl der Wunden. Verliert ihr denn auch sofort, wenn die Zähigkeit sinkt, in dem Augenblick? Ich will das andere hier probieren, irgendwie. Mit dem Blick hier, unheimlicher Blick. Das werde ich machen. Immer wenn ein von Ausnutzen betroffener Feind innerhalb eines 5-Felder-Radius um den Agenten, letzteren oder einem seiner Verbündeten angreift, wird der Effekt auf den Feind um ein zusätzliches Ausnutzen erhöht. Fucking hell. Und Schaden für alle Felder zwischen ihm und den Ziel. Als ich mich nicht bewegt habe, habe ich noch falsch geguckt gerade. Unheimliche Sicht. Probier es einfach. I don't know. Oh Gott. Ganz kurz noch schauen, wenn ich mal zurückgehe. 566 von 450. Wir haben auch ganz schön Overkill gehabt hier. So, wir bekommen Feuerwaffenmeisterschaft. Der Scharfschütze erlangt die Fähigkeit, entsprechend der Feuergeschwindigkeit seiner Waffe zusätzliche Angriffe auszuführen, minimal 2. Dabei wird der Angriff der Waffe eingesetzt, der die wenigsten AP kostet. Diese Angriffe verbrauchen keine AP. Bis zum Ende der Runde des Scharfschützen erzielt sein erster Angriff gegen jeden neuen Feind automatisch einen kritischen Treffer. Der Scharfschütze lädt seine aktuelle Waffe automatisch nach. Feuergeschwindigkeit der Waffe. Zusätzliche Angriffe. Okay. Dabei wird der Angriff der Waffe eingesetzt, die wenigsten AP braucht.
Diese Angriffe verbrauchen keine AP. Das verstehe ich immerhin. Schnell nachladen scheint mir nicht so wichtig. Vor allem da mit den Waffen eigentlich immer klappt bisher und jetzt auch eine Fähigkeit haben, die automatisch nachlädt. Totaler Verfall. Nachdem der Scharfschütze 3 verschiedenen Feinden Schaden zugefügt hat, erhält der Scharfschütze mehr Schaden bei seinem nächsten Angriff im aktuellen Kampf. Das ist ja halt was, womit man erst die Ads ausschaltet, bevor man einen Boss killt. Bin mir nicht ganz sicher, das hängt ein bisschen vom Kampf ab. Aber oft ist das ja eigentlich ganz gut, wenn man den nicht schnell down bekommt. Kameradschaft für jeden angrenzenden Verbündeten, das ist meistens nicht so viel, ich versuche ein bisschen aufzuteilen. Und vorhersehbar, der Scharfschütze erlangt eine 3 plus Bewegungsbonus kritische Trefferchance. Dieser Bonus wird gegen Feinde verdoppelt, von denen der Scharfschütze im Augenblick des Angriffs durch Deckung geschützt ist. Vor denen. Beflügelt, immer wenn der Scharfschütze Schaden zufügt, erhöht sich sein kritischer Schaden bis zum Ende des Kampfes um 1%. Ausnutzen der Umgebung. Die Deckungseffizienz wird für volle Deckung um 10 und für halbe Deckung um 20 erhöht. Okay. Ja, kritische Trefferchance. So. Das verstehe ich. Okay, mir brummt der Kopf. Wir werden uns dann im Kampf mal anschauen mit den neuen Fähigkeiten, die wir bekommen haben. Die gucke ich jetzt nicht nochmal an. Hab die Hälfte schon vergessen und dann. Is there money to be made? Zur Raumschiffbrücke. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Ich fühle mich in einer Void. Uff, hier auf der Brücke sieht es ja auch nicht viel besser aus. Beziehungsweise sieht es schlimmer aus. Was ist denn hier los? Erstmal looten. Wenn man irgendwo hinkommt, erstmal looten. Thermoplast und Treibstoff. Ich bin echt gespannt, was mit diesen ganzen Kram. Ist das nur Treibstoff ist wichtig? Okay, das ist dafür ganz interessant. Provisionen. Es gibt so viele Sachen in Rogue Trader, die ich noch nicht verstehe. Ich bin immer noch im Tutorial, also nicht richtig im Prolog, sagen wir mal, mit vielen Tutorial-Sachen. Spannend, was ich darüber noch erfahre. Was ist denn hier los? Warp. That's how it's done. Die schreckliche Vision ist ein Produkt der Warp-Energien, die die Brücke durchströmen. Ja. Da ging einiges schief. Kann ich mit jemandem reden hier? Den Brückenoffizier da unten vielleicht gleich. The first sacrifice opens the eye. The second sacrifice draws its gaze. Wollen wir denen nicht helfen, die da gerade geopfert werden? Okay, sehr gut. Ich dachte, er guckt jetzt zu und redet erst mit dem. Machen wir auch so ein bisschen. Vielleicht können wir die trotzdem retten. Idiltrat, der eine Hand auf eine blutende Wunde auf seiner Brust presst, wirft dir einen gequälten Blick zu. Hilfe ist eingetroffen. Zu spät, um das Steuer herumzureißen, fürchte ich. Aber wenn ihr auch nur einen Hauch von Ehre besitzt, dann lasst uns in Würde sterben und unsere Leben für die Freihändlerin geben. Sagen wir ihm das mal. Theodora von Valanxios ist tot. Ich habe sie und den Erzmilitanten in ihrem Arbeitszimmer gefunden. Der Gott Imperator bewahre uns. Die Freihändlerin ist tot. Das Schiff hat seinen Lord Captain verloren und das Haus seine Führung. Idiltrat schaudert und packt dich bei den Schultern. Vor deinen Augen platzt der Ärmel seiner Jacke auf und 2 Knochenauswüchse durchstechen den Stoff. Welches Ritual Konrad da auch immer aufführt. Der Warp ist zu stark. Ich kann ihm nicht widerstehen. Ich spüre, wie mein Körper sich mit jeder Sekunde verändert. Der Warp dröhnt in der Luft. Das Ende ist gekommen. Wir werden im Warp sterben, zusammen mit dem Handelsbrief und allen Erben der Dynastie. Der Feind der Menschheit hat gesiegt. Idira wirft einen nervösen Blick auf Idiltrat. Dann sieht sie wieder dich an. Ich kenne das schon. Wir sollten uns von ihm entfernen. Die Veränderungen beschleunigen sich bereits. Vielleicht muss der Warp nicht das Ende bedeuten. Heretiker! Nein. Das Schiff kann immer noch aus dem Warp herausgesteuert werden, aber zuerst müssen wir die Kommunikation zwischen Brücke und Navigator-Sanktum wiederherstellen. Idiltrat starrt dich an und kalte Entschlossenheit fährtet erneut seinen Blick. Dann haben wir kein Recht, unser Haupt zu beugen.
wir sollten jetzt mal einschreiten. Du kannst Konrad Wojtyr im Zwielicht der Brücke deutlich erkennen. In Händen hält er die nunmehr vertraute zerbrochene Klinge, befleckt mit dunklen Tropfen, die einen perlenartigen Schimmer aufweisen. Wir haben keine Zeit mehr. Idetrat beißt sich auf die Fingerknöchel und denkt verzweifelt nach. Du siehst, wie eine Welle durch das Weiße in Idetrats Augen zuckt und sie beginnen sich mit einem kränklichen Gelbton zu färben. Ja, der verwandelt sich gerade ein bisschen. Das ist ungünstig. Das verkompliziert die Lage, ja. Wir sagen es der Gruppe. Macht eure Waffen bereit. Wenn wir heute sterben müssen, dann lasst es uns ehrenvoll tun. Nein, Caiaphas. Wenn wir alle sterben, lassen wir es zu, dass die Flamme der Dynastie in der Dunkelheit verlischt. So darf es nicht enden. Nicht heute. Ich habe es auch nicht vor zu sterben. Das war ein bisschen Motivation. Idetrat neigt den Kopf. Dann seufzt er und fixiert dich mit einem kalten, hochmütigen, fanatischen Blick. Das Ritual wird nicht abgeschlossen werden. Dafür sorge ich schon. Und ihr sorgt dafür, dass das Raumschiff sich aus dem Warp befreit. Wacht über unser Reich und lebt wohl. Verfluchter Verräter, der Tag wird kommen, an dem ihr für den Mord an ihrer Ladyschaft Theodora bluten werdet. Denkt an meine Worte, denn sie sind der Schwur eines Mannes, der in seinen Tod marschiert. Was? Theodora ist tot? Wojtyr starrt dich mit anscheinend echtem Erstaunen an. Nein, das kann nicht sein. Nicht jetzt. Ich habe noch nicht... Your ritual won't be finished, heretic! Jetzt wird eher Teil des Rituals. Jetzt lernen wir endlich die Dynamik mal richtig kennen. Also ich verstehe schon, was das eigentlich ist mit den Heldentaten. Aber gucken wir mal, wir haben ja auch gerade erst das Level bekommen. Um die einzigartigen Fähigkeiten namens Heldentaten oder Verzweiflungstaten zu nutzen, wird Dynamik benötigt. Abhängig von den Aktionen deiner Gruppe im Kampf erhöht oder verringert sich die Dynamik. Ein hoher Wert erlaubt es, einem Charakter eine Heldentat einzusetzen. Ein niedriger Wert gewährt Zugriff auf Verzweiflungstaten. Beide Fähigkeiten können den Verlauf eines Kampfes völlig verändern. Aber jedes Mitglied der Gruppe kann entweder die eine oder die andere Fähigkeit nur einmal pro Kampf einsetzen. Gerade dich auf die Schlacht vor, bringen deine Charaktere in Position. Ja, wir müssen erstmal also checken, was hier los ist. Wir haben noch ein paar von den Halsabschneidern am Start. Und eine Chaosbrut mit 140 Lebenspunkten. Okay. Warum auch nicht? Rüstung 20%, Ausweichen 32%, alles nicht so spektakulär. 4 Bewegungspunkte. Eine feindliche Kreatur angreifen. 10 bis 13 Schaden. Alle Feinde in einem 2-Zellen-Radius. Okay, nicht auf einem Haufen stehen idealerweise. Giftspritze, auch das, drei Feldern. Durchdringender Schrei, Blutung und Neuralfresse. Verschlingt einen Verbündeten und stellt dadurch 30% ihrer maximalen Wunden wieder her. 30%, okay, das sind 42, das heißt, wir killen auf jeden Fall alle Verbündeten, weil wenn er die frisst, kriegt er 42 Lebenspunkte zurück. Und das wäre ein bisschen Shit. So, unser Tank ist der Abelard. Den stellen wir ruhig hier vorne hin. Prinzipiell. Kommissar Kane. Hier an die Seite. Oder vielleicht sogar hier, dass er einfallen kann. Magenta hier hin. Der Aufseher, was auch mal der hier macht. Und Idira hier hin. Abelard, vielleicht, dass sie nicht so nah beieinander stehen. 1, 2. Und das geht, glaube ich, einigermaßen so. Wo habe ich das Kane hingestellt? Steht noch da, das ist hier hin. So, Kane. Kann ich nicht mehr bewegen. Danke. Ist doof zum Klicken irgendwie. So, so stehen sie richtig. Der Kampf beginnt. Status der Gegner. Du wirst auch Feinde mit verschiedenen Fähigkeiten und Eigenschaften treffen. Ein Symbol neben dem Porträt zeigt an, dass unter dem Einfluss eines bestimmten Effekts steht. Wir haben uns eben schon genau angeguckt. War ein schneller als das Tutorial. So, und Caiaphas fängt an. So, wir haben jetzt ja, sehe ich eigentlich meine passiven Talente auch irgendwo? Sowas hier. Wir mal kurz schauen, die ich gerade gelevelt habe. Ursprungstalente, Doktrin, Offizier. Größte Stunde, das habe ich zweimal.
Ach so, das ist einmal Heldentat und Verzweiflungstat. Ach, das waren auch Heldentaten, die ich da ausgewählt habe. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Talente, bleibender Eindruck, das sollte ich nochmal gucken. Stimme des Kommandos bleibt bis zum Ende des Kampfes erhalten. Die Hälfte. Das heißt, es ist immer, ich kann jetzt einfach buffen und dann bleibt das zumindest erhalten. Stimme des Kommandos gebe ich trotzdem als erstes unserem Tank. Der kann das gut gebrauchen. Mal ganz kurz die Werte anschauen. Stimme des Kommandos. Was ist denn dieser? Hier sind das blaue temporäre Wunden? Und wenn ja, wo haben wir die temporären Wunden her? Ich bin jetzt immer noch ein bisschen. Kann ich mir den Charakter nochmal anschauen? 33 von 24, ja. Kam das hier durch? Achso, ich habe auf ihn. Das wollte ich gar nicht, habe ich verklickt. Um jeden Preis habe ich auf ihn geklickt. Na egal. Ich habe ihn damit. Erhält 1 AP und 3 BP. Aber es kann auch nicht so schlecht sein, wenn ich eigentlich direkt kill, obwohl es für die Sachen vielleicht besser gewesen wäre. So, es geht aber darum. Ne, ich habe es gar nicht gemacht. Stimme des Kommandos habe ich doch richtig gemacht, ich Depp. So, dann haben wir noch: Bring es zu Ende. Ein Verbündeter, ein Zusatzzug mit Aktionspunkten. Hat das eine Abklingzeit? Eine. Hat eigentlich irgendwelche Nachteile? Oder muss ich das, sollte ich jede Runde einsetzen? Kostet natürlich 2 BP. Der kriegt keine Bewegungspunkte. Das muss ich eigentlich danach machen. Geben wir das mal Agenta. Jetzt bin ich in Reichweite. Freundliche Kreaturen in einem 4-Zellen-Radius. Das heißt, wir können das Idira geben. 1, 2, 3. Kann ich auf den schießen? Kann ich von hier oben nicht treffen? Doch, kann ich treffen, aber warum? I refuse. Warum kann ich sie nicht angreifen? Sie sind doch. Stehe ich irgendwie hier so komisch an der Ecke, dass ich da nicht durchschießen kann? Mal testen, ob ich dann. Ah, von hier aus geht's, hat eigentlich damit zu tun. Und ich kann hier nicht übers Geländer schießen, auf den oder was? Ja doch, jetzt sieht man den roten. Dass man von da aus nicht schießen kann, okay, es hat einfach damit zu tun. Über die. Hier sieht man eigentlich auch diese Strahlen. Ich kann von denen beschossen werden, aber ich kann nicht selber darüber schießen. Dann sollte es ja eine volle Deckung sein. Aus einer Halbdeckung, finde ich, sollte man schießen können. Naja. Ich kümmere mich erstmal um den hier. Machen wir es einfach mal so. Und vorher geben wir dann noch 1, 2, 3, 4. Kann ich dann von hier aus sie noch buffen? Kann ich auch. Okay. So, Idira ist als erstes dran. Eine neue Fähigkeit. Wo ist sie? Feind analysieren. Nee, das war es nicht. Wo ist denn diese Vorwarnung? Da haben wir es passiv bekommen. Guck nochmal ganz kurz, was Ausnutzen ist. Das ist das Kampfsystem. Wenn der Agent ein Ziel mit Ausnutzen trifft, der Schaden am Ziel wird für jedes Ausnutzen um 10% erhöht. Man macht mehr Schaden, außerdem macht man mehr Schaden. Okay. Das ist hier Feind analysieren. So, fangen wir doch mal mit Ausnutzen an. Können wir mal die Sachen hochstacken.
das geben wir uns mal. Es kostet halt 2 AP. Muss ja eigentlich noch eine Fernkampfwaffe geben. Und wir wechseln mal eben auf die Pistole. Können wir wenigstens nochmal schießen. Ah ne, hat sie nur eine Salve, die hat keinen normalen Schuss. Ist ein bisschen lame. Naja, gebe ich mir das hier. Geben ihm ausweichen. Okay. Sauber. War es ein Crit? Trefferwurf ausweichen. Durch 12 durchdringender Schaden. Schön hochgewürfelt. So muss das sein. Kann ich das nochmal mit Rechtsklick mir genauer anschauen? Dann muss ich das einmal so ein bisschen anschauen. Basis. Jetzt sieht man auch 10%. Trefferchance erhöht über 95%. 30 ist höher als 22. So, jetzt können wir hier noch einmal um jeden Preis schreien. Das kostet nichts, aber. Wenn man jemanden killt, kriegt man das. Verbündetes Ziel. Alle Verbündete erhalten. Das ist auch eine Sache, die ich immer noch nicht verstehe. Vielleicht könnt ihr mir das schreiben. Da steht der nächste Einzelschuss. Aber. Und das behält er hoffentlich auch, weil steht ja der nächste Einzelschuss. Nicht, dass er in dieser Runde passieren muss. Verstehe nicht, weil man muss doch auf jemanden schießen, um das anzuwenden. Ich verstehe nicht, wie man das auf ein verbündetes Ziel anwendet. Ich check's einfach nicht. Man könnte so schon Heldentat machen, wenn wir so motiviert sind, okay. Mit vollen AP und BP. Das heben wir uns aber gleich nochmal auf für die nächste Runde. Wir haben ihn so gebufft, der weicht hier aus und pariert wie ein Gott. Ach, der darf hier durchschießen. Oh, die kämpfen ganz gut mit. So. Was hat sie für eine Heldentat? Entsprechend der Feuergeschwindigkeit in der Waffe tut sich 2 Angriffe auszuführen. Niemals 2. Ja, das machen wir einfach mal. Das klingt irgendwie gut. Sie hat noch ihre Bonussachen, Laufen und Ballern. Das heißt, man kann auch häufiger angreifen. Und furioser Bewegungsgrund. Gewährt Schwung in Höhe von 6. Machen wir das nochmal. So, jetzt hat sie hier die ganzen Sachen, die da stehen. So. Dann kriegen wir noch 4 BP. Und jetzt greifen wir an. Hoffentlich. So. Der Shotgun. 8. Und nochmal mit der Shotgun. Okay. Der wird zerstört oder damit drauf geschossen. Dann dabei. Nochmal. Oh, das ist eine ganz schöne Reichweite. Man kann das einfach zwischendurch machen. Warum ist der überhaupt dran? So, warum kann ich jetzt nicht mehr angreifen? Achso, man hat nur Angriffe mit der Zahl der irgendwas Bonus. Okay, whatever. Eine schöne Blutung bekommen. Ich habe jetzt noch keine Aktionspunkte mehr. Ich überlege, ob ich auch was anderes machen kann. Kann ich jetzt noch
Ist mal fertig. So, wir machen nochmal Feind analysieren auf ihn. Hat er mehr Stacks da drauf? Wir haben noch 3 Aktionspunkte. Wir können die Schwäche offenlegen. Dann reduzieren wir den ganzen Shit, was auch ganz nett klingt. Und machen wir nochmal Vorwarnung auf Abelard. Und greifen mal. Ach ne, das ist Kraft Nummer 2. Gehen wir einfach weg, dass wir nicht in den AOE stehen. Wir machen einen Aktionspunkt übrig, aber geht schon. So. Bereit machen wir den Einschlag. Ja, das ist ganz gut. Am Anfang gebrauchen, Deflektion, ist gerade ein harter Kampf. Anstürmen können wir nicht machen, ertragen. Tragen wir hier alles. So. Hau mir zu. I'm not interested. Ach ja, er hat keinen Buff gehabt, dass er mehrfach angreifen kann. Da ist er nicht drin interessiert. Das müssen wir buffen können, dass wir das auch machen können, wenn die nicht so nahe stehen. 1, 2, 3 hat er noch, die er opfern kann. Die muss ich auch mal loswerden. Die eigentlich auch ein. Das war bei Baldur's Gate 3 ganz cool, dass, wenn ich mich wegbewege, dass ich genau sehe, wann ein Gelegenheitsangriff passiert. Das passiert erst, wenn ich mich aus der Reichweite bewege. Passiert es auch, wenn ich hier nur einen Schritt mache? Ich habe schon angegriffen, deswegen kann ich mich nicht mehr bewegen. Frage übrigt sich an der Stelle. Jetzt schon daneben geschossen, sauber. Der hat nicht daneben geschossen, nicht so sauber. Hier, ja, immerhin. Er hat sich Mühe gegeben. Ja, wir müssen die Ads mal loswerden. Aber komme ich schlecht hin gerade. Mit Kane mal hier rüber. So, Bewegungspunkte sind alle. Stimmen des Kommandos. Geben wir Agenta. Heldentat reicht noch nicht ganz aus. Wie viel haben wir denn hier? 170 davon. Können wir noch einen Verbündeten, einen Zusatzzug geben. Das kostet 2 AP. Das können wir einmal pro Runde machen. Man kriegt auch Dynamik, wenn man einen Feind vor dem Ende des Zuges killt. Das gebe ich mal einfach Magenta. Kann ich das jede Runde machen wirklich? Das wirkt viel zu stark. Ich will mich ja nicht beschweren. Die sind nicht in Reichweite, oder? Ja, ich habe wieder vergessen. Ich muss echt noch lernen. Entweder genauer lesen oder einfach mich daran erinnern, dass sie keine Bewegungspunkte bekommt. Naja, dann greif einfach an. I'll do it. Ist mein Leben. Ein Zuzug und vollen AP und BP. Okay, das klingt ganz gut. Dann kann ich nämlich vielleicht die Leute abschießen. Jetzt gehen wir nochmal. My perfect moment. Wenn ich jetzt hier hingehe. Sind die nicht in Reichweite? Das hat mit der Shotgun. Mit einer Waffe mache ich wie viel Schaden? 3 bis 4. Der hat noch 9 Lebenspunkte. Na, zumindest den könnten wir killen. Warum? Ach doch, kann ich von da aus. Dann kann ich beide von da aus übertreffen mit der Waffe. Wie viel Reichweite hat die Shotgun? 2.
Okay, das reicht nicht aus. Gut, dann gehen wir hier hin. Wechseln die Waffe. Und killen mal zumindest den. Erstmal. Sie soll nicht geopfert werden. Außerdem kann ich mehrfach angreifen, weil ich kein Limit auf meinen Angriffen habe. Der hat noch 21 HP. Der hat nur noch weniger. Deswegen greifen wir den an. Vielleicht können wir den killen. Sauber. Noch ein Aktionspunkt für den. Sehr gut. Das hat sich gelohnt, Agenta. Schön gemacht. So, jetzt der Kaif ist nochmal dran. Oder immer noch dran. Ja, gut. Den hat er noch erledigt, um sich zu heilen. Er hat den Abelard umgeworfen. Das ist schlecht. Das war der letzte Verbündete, oder? Ja, man kann sie jetzt nicht mehr heilen. So. Kaifers ist fertig. War zwischendurch irgendwie nochmal dran. Die ist im Gift gestorben. Der ist zum Glück echt tanky. So, der schießt in die Stufen. Vielen Dank. Das war sicherlich gut gemeint. Ich gehe mit der Shotgun dahin und baller den in den Rücken. Ich muss aufpassen, dass ich nicht die eigenen Leute treffe. Vielleicht deswegen eher hier hinstellen. Shotgun auswählen. Sie macht schon mehr Schaden dort, oder? 10 bis 15. 3 bis 4. Hier schießt man mehrfach. Schussziele. Wie oft schießt man denn da? Greift man jeden an, den man sieht? Weil sonst wäre es ja viel zu krass, sonst könnte man sich da hinstellen und dann. Dann zur Zentrallinie. 32%, das. Schusszähler 6. Was heißt denn Schusszähler 6? Schießt man 6 Mal? Salvenfeuer. Ihre Anzahl entspricht dem Parameter Feuerrate. Aha, was ist denn die Feuerrate? Ist das 6? Feuergeschwindigkeit, ist das die Feuerrate? Ist blöd, wenn bei solchen schwierigen Tooltips dann die Worte nicht ganz genau sind. Ist die Feuergeschwindigkeit die Feuerrate? Wahrscheinlich. Pistolensalve. So. Das heißt, ich schieße Salvenfeuer und schieße 6 Mal. Der steht so nah dran, kann ich ihn mehrfach treffen. Dann würde ich ja 18 bis 24 Schaden machen. Und ich habe kurz nachgerechnet, 18 bis 24 ist mehr als 10 bis 15. Und ich kann natürlich ein bisschen daneben schießen. Lass mal ganz kurz schauen, diese Werte noch, was die heißen. Effektive Entfernung, maximale Entfernung. Das heißt, die Trefferchance in der Zentrallinie, in leichter Abwehr, 65%. Das ist wahrscheinlich die Trefferchance. Das heißt, ich muss 18 bis 24 mit 2 Drittel multiplizieren. Das heißt, wir haben 12 bis 18. 12 bis 16 Schaden. Was immer noch mehr ist als das, 12 bis 16. Nicht mehr so wahnsinnig viel, aber okay. Eine Sache will ich ihm noch verstehen, kurz damit. Stellen wir uns trotzdem so hin, dass wir ihn dann nicht so mit ins Visier nehmen. Hier haben wir aber auch Rüstungsbrechen ist natürlich noch ganz gut. Und nochmal ganz kurz. Auch da haben wir nicht noch 100%. Chance nur 80%, also muss ich den Schaden auch mit 80% multiplizieren, also sind wir auch da schon geringer. Sind wir nur noch bei 8 bis 12. Rüstungsdurchdringung wird nicht erklärt, aber das heißt, wird so viel Rüstung negiert. Aber der ist eh gebufft. Okay, ich habe mir ein bisschen überlegt, wir probieren das jetzt hier. Ja, doch, okay, das hat geklappt einfach.
Ich habe immer noch diese Buffs, dass ich ja oft noch angreifen kann. Nachladen kostet mich 1 AP. Wechseln wir mal die Waffe. So. Idira. On it. Den Feind analysiert. 7 bis 16. Die Möglichkeiten. Fügt ein Feind im Kampf augenblicklich ein Ausnutzen zu. Das Ziel dieses Angriffs, aber es ist nur für Nahkampfangriff. Ja. Ja. Zweitwaffe. Mit Kaifas haben wir unsere Sache schon benutzt. Was ist denn eigentlich mit ihm los? Hingestreckt noch eine Runde, überanstrengt eine Runde. Gehen wir ihn nochmal, bring es zu Ende. So, lad mal nach. Weil Schaden macht, sehr gut. Kann ich von hier aus treffen? Ja. Verfehlt. Au! Au! Warum hat er 0 Schaden gemacht? Mit einem Medkit kannst du deine Wunden eines Gruppenmitglieds im Kampf wiederherstellen. Eine Verletzung behandeln, bestimmte negative Effekte loswerden. Wenn die Spielfigur ein Medkit hat, wird das Symbol unten links angezeigt. Hier. Okay. Rüste es aus. Zur Benutzung eines Medkits wählst du sein Symbol unten auf dem Bildschirm aus und klickst dann mit der linken Maustaste auf den Charakter, der behandelt werden soll, oder auf sein Porträt. Ein Charakter kann ein Medkit nur auf ein Ziel anwenden, das sich neben ihm befindet. Können nur von Charakteren verwendet werden, die über das Feature Gefechtsinitiate oder die Grundfertigkeit Medikay verfügen. Oder mindestens einmal Medikay-Fortschritt verwendet haben. Eine Fähigkeitsprobe bestimmt die Anzahl der wiederhergestellten Wunden. Jedes Medkit kann 2 oder mehr Ladungen enthalten, wobei pro Benutzung eine Ladung verbraucht wird. Wenn sie aufgebraucht wird, verschwinden die Medkits. Also rüste sie regelmäßig mit 9 Medkits aus. Verbraucht Aktionspunkte. Hat einen Trefferwurf gemacht. Grundschaden 0. Eine 0 gewürfelt er ist. Das geht. Sehr schön. Laufen und ballern. Man kann die Pistolensalve nicht machen. Ist nicht bescheuert. Kann ich es trotzdem machen? Wenn ich noch 5 Schuss da drin habe. Warum geht das nicht? Ist nicht total beknackt. Weil dann schieße ich halt nur 5 Mal. Aber lass mich doch die Fähigkeit auswählen. Schub bekommen. Ich habe nicht darauf geachtet, wenn er Leute verschlingt. So, die Agenta ist ziemlich... Achso, ich habe mich jetzt hab schon geschossen, kann mich nicht bewegen. Irgendwann lerne ich's. Wir sind jetzt alle dran. Idira. Wir sind alle noch dran. Was haben wir denn noch für Fähigkeiten? Was hat mir aber Lad noch für eine Heldenfähigkeit? So blöd, dass ich das nicht mal angucken kann, auch wenn ich nicht dran bin. Dass ich seine Heldenfähigkeit mal... Nein.
Muss ich so machen. Ultimative Fähigkeiten, gewagter Durchbruch. Erhält AP und BP zurück und erlangt Agi-Bonus bis zum Ende des Zugs. Nach Angriff mittelt er keine BP. Und er hat in diesem Zug kein Limit auf Nahkampfangriffe. Okay, dann macht er es gleich. Gut, so, wir machen nochmal. Feind analysieren. Wir müssen echt gucken, dass wir hier nicht noch mehr Leute aus dem Warp herbeirufen. Wir senken mal die Stats hier. So, Abelard, dann geh mal hin. Das braucht ja nicht so dringend. Das ist wahrscheinlich zu nah, oder? Ja, leider schon. Dann geh einfach hin und hau ihn. Victory is imminent. 12 Schaden, sehr gut. Dann machen wir eine Heldentat. Und greif schön weiter an. Und greif nochmal an. Ja, guck an. Ist nicht ohne die Kämpfer. Also der war jetzt nicht schwer in dem Sinne, dass ich ihn fast nicht geschafft hätte. Aber wirklich an alle Fertigkeiten, Talente und anderen Möglichkeiten zu denken, die gingen abzuwägen in der Kombination und um da die richtige Entscheidung zu treffen, finde ich echt krass. Wir sind schon wieder am Level aufgestiegen. Ich habe Angst davor. Wir machen also noch ein bisschen Story hier, bevor wir das machen. Wir gucken uns erstmal um. Und ich möchte ihn looten. Hat er nichts gedroppt? Und dann schauen wir uns mal um, was steht im Journal. Den Hauptsteuermann finden. Das wäre relativ wichtig, verständlich. Wir looten mal. Was haben wir hier gefunden? Ausdauerhandschuhe. Wenn der Träger dieser Handschuhe eine Verletzung erhält oder im Kampf bewusstlos wird, so rum, erhalten seine Verbündeten einen Bonus von +1 auf Schaden. Okay. Ah, nee, nicht dahin. Das ist gut. Zurück. Klingenscherbe. Und das will er im Inventar behalten aus Gründen. Mantel des Heldentums. Erfordert Benevolentia, Jünger. Jede Heldentat, die im Kampf eingesetzt wird, erhöht das Ausweichen des Trägers bis zum Ende des Kampfes um 20%. Natürlich gucken, wer sowas überhaupt tragen kann. Kann ausgerüstet werden. Aber mit der Gefolgschaft, auch wenn es nicht so eine hohe Reichweite hat, ist es besser. Ausweichen für ihn ist ganz gut. Wenn der Träger eine Verletzung erhält. Das hat mir eher weggenommen, glaube ich. Statt der Schrotflinte. Also, das ist ganz kurz, wir können es auch da sehen. Einzelschuss kostet 1 AP, Pistolen, Salven, Feuer. Kann ich hier erst nicht immer noch sinnvoller einfach auf den zweiten Slot geben? Ich glaube schon. Okay. Das ist der Brief, den wir vorhin gefunden haben. Oh, den haben wir noch gar nicht richtig gelesen. Oder? Ablegen, Info. Handgeschriebener Brief mit einem Siegel. Ich sehe doch. Ich glaube, es hat alles überschrieben. Ich lese einfach nochmal die Auseinandersetzung mit den Talenten. Geschätzte Theodora, eine Änderung der Umstände erfordert eure umgehende Unterstützung in unserer gemeinsamen Sache. Umgehend nach Erhalt dieses Briefes und der erforderlichen Vorbereitung der Crew müsst ihr zum Rikard-System aufbrechen. Einer meiner Agenten, Interrogator Heinrichs von Kallox, ist dort derzeit im Einsatz. Nach eurer Ankunft im System werdet ihr ohne Verzögerung Kontakt zu ihm aufnehmen und ihm jede Unterstützung gewähren, die er verlangt, und danach werdet ihr ihn an Bord eures Schiffes ins Furibundus-System bringen. Auf Footfall wird der Interrogator euch verlassen und auf weitere Anweisungen warten. Ihr habt bestimmt Fragen, aber ich muss darauf hinweisen, dass die Aktivität von Interrogator von Kallox auf Rikard Minoris für euch ohne Belang sind. Falls erforderlich, wird von Kallox selbst euch in Einzelheiten seiner Mission einweisen. Möge das Licht des Imperators mit euch sein. XC.
Der kommt mir nicht bekannt vor. Also mein Amnesie hat mich schlimmer erwischt, als ich gedacht habe. Wir haben natürlich vorhin einen Brief gelesen auf ihrem Schreibtisch, aber nicht den. So. Agent hat eine Wunde erhalten. Ach. Aber ich glaube, die noch keine Auswirkung zu dem Zeitpunkt. Dann kriegt er mehrere Stapel und dann wird es irgendwann problematisch, wenn man mehrere davon hat. Verkrüppelter Arm. Naja, gucken wir uns jetzt hier mal ein bisschen um. Der Imperator schütze uns. Schützt uns, sage ich gar nicht, schütze uns. Emperor protects. Das tut er, hoffentlich. Der Imperator schützt die, die sich selber schützen. Wir brauchen den Hauptmann. Der. Da ist er. Ravor oder Raver, Hauptsteuermann, Systemstatusbericht. Hauptsteuermann Raver. Beim Imperator, es ist der Truxes, am Leben und handlungsfähig. Nun, das ist eine heikle Angelegenheit. Alles hier ist so stark mit faulem Frevel bewachsen, dass nur der Thron weiß, wie lange wir brauchen werden, um ihn von den Witbildschirmen zu schrubben. Wir müssen den Kontakt mit dem Navigator-Sanktum wiederherstellen. Das ist unsere einzige Chance, aus dem Warp zu entkommen. Deine Worte scheinen die Offiziere aus ihrer Benommenheit zu reißen und die Luft um dich herum füllt sich mit Stimmen und Befehlen. Du hörst jemanden schluchzen. Für einen Überlebenden war der Stress zu viel, aber Lat Maas regelt den weinenden Offizier, ohne auch nur hinzusehen. Stellt den Vox-Kanal zum Navigator-Sanktum wieder her. Macht die Crew einsatzbereit. Bereitet den Übertritt in den Realraum vor. Caiaphas, ihr mögt mich für abergläubisch halten, aber ein Übertritt ist kein guter Zeitpunkt, um Regeln zu missachten. Ihr sprecht hier als Einziger für das Haus von Valancius. Ihr seid zwar nicht Lord Captain, habt es aber mehr als sonst jemand verdient, ihren Platz bei dem Ritual einzunehmen, das gleich beginnen wird. Er lenkt deine Aufmerksamkeit nach oben, zu dem Thron, der an der Spitze einer großen Treppe steht. Was muss ich machen? Nehmt den Platz als Lord Captain ein, ordnet die letzten Vorbereitungen an, wartet auf die Berichte der Offiziere. Ach was, das könnt ihr alles in die Leere blasen. Der Übertritt ist ein Handwerk, das sich nicht in wenigen Sekunden erklären lässt. Geht einfach auf den Thron, Herr Caiaphas, diese Leute werden gleich das Unmögliche möglich machen und haben es verdient, dass wenigstens jemand auf dem vertrauten Platz sitzt. Bitte beeilt euch, jede vergeudete Sekunde ist ein schreckliches Risiko. Na dann, let's go, beginnen wir. Den Platz des Lord Captain einnehmen. Uff. Das Bild von dir ist verschwommen und treibt in magischen, für sterbliche Augen unsichtbaren Strömungen, als würde sich das, was sich unter dieser dünnen Hülle verbirgt, ständig verändern, während es doch stets dasselbe bleibt. Sie hat die Gestalt von Theodora angenommen, aber die Augen der falschen Freihändlerin offenbaren die wahre, surreale Natur der Wesenheit. Während in einem von Theodoras Augen ein andersweltliches Feuer lodert, ist das andere von einem uralten Bösen erfüllt. Auge auf dich gerichtet. Von einem bösen, erfüllte Auge auf dich gerichtet. Eine Stimme sickert direkt in dein Gehirn, ohne deine Ohren zu erreichen. Und in dieser Stimme dröhnen sämtliche Schrecken des Warps. Wer seid ihr, dass ihr euch gegen das Schicksal stellt und ihr für Leben opfert, die euch nicht gehören? Es gibt so viele Fäden zwischen euch und den anderen Kreaturen eurer Welt. Kümmerliche, wertlose Verbindungen, die bei der geringsten Berührung zerbrechen. Ein ungeordnetes, zielloses, sinnloses Gewirr. Hinfort, Phantom! Konrad! Dir wird schwindelig und zähflüssige Tropfen rinnen deine Wangen herunter. Du zwinkerst und blickst nicht mehr Theodora an. Du siehst nun den Verräter Voigtier, der ebenfalls fließend und flüchtig ist wie die vorherige Erscheinung. Seine Lippen pressen dieselbe entsetzliche Stimme hervor. Der Aspirant hat geschworen, mit einer Trophäe zurückzukehren, einem Relikt, das dem Rand des Tagesanbruchs zu dienen vermochte. Dieses Schicksal wurde gewährleistet, die Schritte davor wurden gewählt. Und doch habt ihr das Unzerbrechliche zerbrochen, als ihr den Platz des Aspiranten eingenommen habt. Ich sehe euch an dem Tag, an dem sich die letzte Dämmerung über der eisernen Welt erhebt. An jenem Tag sehe ich euch an meiner Seite, am Tag meiner Wiedergeburt.
Das Bild wird von unsichtbaren Winden zerstreut und du siehst Idira, in deren Augen dieselbe dunkle Flamme lodert. Euer Bild ist verwoben in den Teppich künftiger Geschehnisse. Ich bin der Wille des Webers, der Schicksale. Ich werde heute einen neuen Faden schwer fassbarer Möglichkeiten und unbeständiger Chancen weben. Dieser Faden wird euch aus dem Schlund der Unumkehrbarkeit führen. Er wird euch helfen, den Schlüssel zur Erlösung zu finden. Er wird euch und die Waffe unserer Rückkehr zu mir führen. Ein Sturzbach kurzer Augenblicke, Ausblicke einer noch unbekannten Zukunft ergießt sich vor deinen Augen. Ein Blitz in Rot, Violett. Die Bilder lösen einander vom chaotischen Kaleidoskop ab und auf keinen einziges erhaschst du dabei einen klaren Blick. Durch das flackernde Trugbild siehst du das verdrehte Abbild Abelards, des treuen Truchses der Dynastie. Der Pfad steht fest, Kind der Dämmerung. Der Faden ist gewoben. Folg ihm, Diener. In der Warp hier versucht mir irgendwelche Phantome vorzugaukeln. Ravor dreht sich um und blickt zu dir auf. Er zögert einige Augenblicke und spricht den Abelard an, der neben ihm steht. Tuxes, das Navigator-Sanktum schweigt. Das Vox-Signal ist stabil. Was bedeutet? Der Navigator hat sein Leben gegeben, als er gegen den Sturm ankämpfte, der fast das Flaggschiff derer von Valancius zerstört hätte. Wir werden sein Andenken zusammen mit allen anderen Todesopfern dieses Tages ehren. Sagt ihr es uns jetzt? Wer ist das? Wo ist der Lord Captain? As First Officer, it is my duty to inform you with the greatest regret and indelible sorrow that Lord Captain Theodora von Valancius is dead. May her memory never fade from the annals of the dynasty. By right of blood succession, and with the absence of other kin who could challenge this decision, it is hereby declared that the successor to Theodora von Valancius is her heir, the rightful inheritor of the Warrant of Trade, and the title of Rogue Trader. The official ascension ceremony will be held at a later time. In the interim, have you lost your tongues? Hail your lord. It is because of his toils that we all still live. The deed is done, Master. My apologies. I meant to say Lord Captain. Tja, unsere Beförderung. The treachery of the Master of Whispers was fruitless, but victory came at a great cost. Lord Captain Theodora von Valancius perished along with her heir, Edelthrad, and thousands of crew members. Yet hope remained, for the second in line to the Rogue Trader dynasty survived, and through the strength of his resolve, saved those who were counting on him for protection. Oh, ich lese mal was über Agenta. Das können wir eben noch mal kurz lesen. Schwester Agenta ist Mitglied der gesegneten Adepta Sororitas, umgangssprachlich manchmal auch Töchter des Imperators genannt. Die junge Kriegerin ist im Kampf eben... Ach komm, Spiel. Naja, ihr könnt ja pausieren und zurückspulen. Tiefe Schatten der Erschöpfung zeichnen sich auf Abelards Gesicht ab, obwohl der Blick des alten Offiziers klar ist. Er mustert dich von Kopf bis Fuß, verzieht das Gesicht, murmelt etwas und nickt dann. Tja, eure Lordschaft. Ihr müsst jetzt euer erstes Offiziersbriefing in eurer neuen Funktion als Lord Captain abhalten. Für viele, die auf der Brücke gleich zu uns stoßen werden, ist das ebenfalls das erste Briefing. Wir haben hohe Verluste in den höheren und mittleren Offiziersrängen erlitten. Einige Posten mussten mit den Stellvertretern des Stellvertreters besetzt werden. Andere wurden gar nicht besetzt und die Deck-Clans beraten jetzt, wer führungslose Crews übernimmt. Was steht für diese Zusammenkunft auf der Tagesordnung? Bericht über den Zustand von Schiff und Crew. Der Lord Captain wird normalerweise nicht für derartige Routine-Briefings von wichtigen Angelegenheiten abgezogen, aber wir befinden uns in einer einzigartigen Situation. Ich erhalte immer noch Meldungen aus dem ganzen Schiff und sie sind nicht gerade ermutigend. Diesen Vogel wieder zum Fliegen zu bringen, könnte eine gigantische Aufgabe werden, selbst wenn ihr euch persönlich mit den Behörden des Systems verhandelt, in dem wir uns gerade befinden.
Bereitet euch also auf zahlreiche Beschwerden und Ausreden vor, eure Lordschaft. Nutzt die Gelegenheit, um euch die Offiziere genau anzusehen, die 6 Decks von der Brücke entfernt arbeiten. Und diese wiederum haben die Ehre, ihren Lord Captain von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Ich glaube, wir brauchen ein paar Informationen, damit wir das gleich gut handhaben können. Weshalb haben wir so viele Offiziere verloren? Die Ketzer haben anscheinend gezielt die höheren Ränge des Schiffs angegriffen. Sie wussten genau, wen sie suchten und wo sie suchen mussten. Was keine Überraschung ist, war ihr Informant an Bord auch unser eigener Meister des Geflüsters. Ist es euch gelungen, Voigtier aufzuspüren? Nein, Lord Captain. Bei all dem Aufruhr ist seine Fährte erkaltet. Unsere Leute machen weiterhin Jagd auf ihn und alle Meuterer, die sich noch in den vielen Korridoren des Schiffs verstecken könnten. Aber offen gestanden würde es mich nicht wundern, zu hören, dass uns ein Shuttle fehlt. Ich fürchte, es wird noch einige Zeit dauern, bis er für seine Taten bezahlt. Ja, ich wehre mich jetzt nicht dagegen, man kann es auch ein bisschen so, nee, ich will gar nicht. Aber ich bin bereit, mit dem Briefing zu beginnen. Ruft die Offiziere. Mit einer Geste gibt, aber ladet den Befehl an die Adjutanten am anderen Ende des Raumes weiter. Du hast einen Verbrauchsgegenstand gefunden. Granaten, Stimulantien, Medikits und andere Verbrauchsgegenstände können in den schnell... Also da fehlt echt noch ein bisschen das Polishing beim Spiel. Solche Sachen, das muss auffallen. Naja, das war jetzt auch nicht so schwer. Können wir auch nochmal nachgucken. Also kann ich hier unten wahrscheinlich benutzen wie das Medkit. So, die Dutzend Augenpaare mustern nicht. Achtung, Offiziere, euch wird eine große Ehre zuteil. Lord Captain Caiaphas von Valancius wird heute das Briefing selbst leiten. Unser hochgeschätzter Lord Captain ist bereit, eure Berichte zu hören. Vielleicht möchtet ihr zunächst die Anwesenden vorstellen, Abelard? Wie ihr wünscht, eure Lordschaft. Abelard deutet auf eine große, schlanke Frau, deren Körper aus so ebenso vielen Implantaten wie Fleisch zu bestehen zu scheint. Das müsste die hier sein, oder? Implantate. Victis Suri Otter aus der Tolliman-Linie, unsere neue Voxmeisterin. Voxmeisterin Victis, die ist das. Das sieht man so gar nicht so, dass sie so viele Implantate hat. Auf dem Bild sieht man es sehr viel deutlicher. Es ist eine Ehre, eure Lordschaft zu dienen. Ihr habt an Bord dieses Schiffes Tausende von Crewmitgliedern und Hunderte von Offizieren und Sektionsleitern unter eurem Befehl. Ich bin für Empfang, Verarbeitung und Senden der gesamten Kommunikation zwischen euch und ihnen sowie externen Quellen verantwortlich. Ich bin eure Augen und euer Mund, Lord Captain. Neben ihr steht Rever, Hauptsteuermann. Er hält den Kurs unseres Schiffs gemäß der Vorgaben des Lord Captain und beobachtet die Leere um uns herum, damit wir nicht in ein Asteroidenfeld oder eine Piratenfalle geraten. Der bärtige Mann hat blasse, fast durchsichtige Haut, große dunkle Augenringe und einen mürrischen Gesichtsausdruck, der fest eingemauert zu sein scheint. Er nickt missmutig. Seid gegrüßt, Lord Captain. Dieses Schiff hier ist meine Heimat. Ihr könnt sicher sein, dass es in guten Händen ist. Ich sterbe lieber, als zuzulassen, dass ihm etwas zustößt. Und zuletzt noch unser Hochfaktotum Janris Danrock, Unser, der sich um Vorräte, Beschaffung und die allgemeine Unversehrtheit des Schiffs kümmert. Hochfaktotum Janris Danrock, der untersetzte Mann, hat eine geölte Frisur und trägt eine bestickte Jacke. Er lächelt unterwürfig und verbeugt sich. Es ist mir eine Ehre, eure Lordschaft. Ihr könnt mir alles anvertrauen, was mit eurem Komfort zu tun hat. Alles wird höchsten Standards genügen. In der zweiten Reihe seht ihr die 3 Offiziere, die die Vitalfunktion des Schiffs beaufsichtigen. Artillerieoffizier ist verantwortlich für die Geschütze, die Crew des Infernus-Meisters verhindert und löscht Brände auf dem Schiff und schließlich Triebwerksmeisterin, Dienerin des Omissaire. Die 3 Offiziere schlurfen vor dir, nein, salutieren vor dir. Der Infernus-Meister voller Selbstvertrauen, der Artillerieoffizier eher nervös. Der Salut der Triebwerksmeisterin erinnert an einen Tanz unter Beteiligung sämtlich komplizierter Mechadentriten des Tech-Priesters. Danke, Abelard. Seid alle gegrüßt. Ich diene euch, Lord Captain. Okay. Erstmal will ich vom Hauptsteuermann. Ich möchte wissen, wo das Schiff ist. Euren Statusbericht bitte. Jawohl, Lord Captain. Um es kurz zu machen, es sieht schlecht aus. Das Schiff ist mehr oder weniger in Ordnung, aber ohne unseren Maschinenseher Primus oder Navigator, die im Kampf gefallen sind, können wir das System nicht verlassen. Wenn wir auch nur einen Fuß in den Warp setzen, weiß ich nicht, was zuerst passiert. Dass es unseren Warp-Antrieb zerreißt oder dass wir alle mit den Schotten verschmelzen. Voxmeisterin, eure Lordschaft, bitte gestattet mir einen kurzen Einwurf. Als wir in dieses System ankamen, folgte meine Crew den Standardprotokoll und erstellte eine Liste aller verfügbaren Kommunikationskanäle in der Region.
Eine davon war eine Station der Navibis Nobilitae, also die Navigatoren-Gilde. Navis Nobilitae. Die Station erhält vollständige Voxstille, oder hält vollständige Voxstille. Aber allein ihre Gegenwart hier sorgt für Hoffnung. Dass wir im selben System einen Navigator gefunden haben, ist ein unglaublicher Glücksfall. Ein wahrer Segen des Gottimperators. Muss man vernünftig lesen. Sehr furchtbar. Man so viel selber lesen muss. Lass auch lieber vorlesen. Raver, an eurer Stelle würde ich diese Chance mit beiden Händen ergreifen. Sonst müsst ihr euch bald nach dem Asteroiden als eure neue Heimat umsehen. Dazu eine nicht ganz so schlechte Nachricht. Wir können in diesem System umherfliegen, bis uns schwindelig wird, solange das Prometheum und die Vorräte halten. Und wenn hier irgendwelche Drecksäcke herumschnüffeln, können wir sie ausschalten. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Okay, ein bisschen. Also wichtig wäre, ob hier irgendwo Feuer brennt, aber wir müssen auch ein bisschen nach Rang gehen. Mit ihr haben wir schon gesprochen, mit unserer Voxmeisterin. Da haben wir die drei in der zweiten Reihe. Ich möchte wissen, von unserer Triebwerksmeisterin. Aus der roten Kapuze der Tech-Priesterin ertönt eine von Vox-Retranslator verzerrten Stimme. Lord Captain, die Übeltäter, die ihren Werk in dieses edle Raumschiff setzten, haben die Speicher von hunderten von Maschinengeistern zerstört. Das große, mir beantwortete Warp-Triebwerk ist unversehrt, dem Omnisire sei Dank, aber sein Geist trauert um seine toten Brüder. Wir konnten bislang noch kein Gebetsprotokoll finden, das seinen Schmerz und seine Wut verringert hätte. Das ist schlecht. Mit großer Trauer muss ich zudem berichten, dass der Maschinenseher Primus, Oberhaupt und spirituelle Autorität aller Tech-Priester an Bord in der Schlacht gefallen ist. Der Magos wurde durch das wenige verabscheuungswürdige Fleisch verraten, das noch ein Teil von ihm war. Ein ganz furchtbarer Verlust. Niemand von meinen Kameraden an Bord verfügt über die Erfahrung und das Verständnis der heiligen Protokolle, wie der gefallene Magos sie aufwies. Wir brauchen Ersatz, und zwar so schnell wie möglich. Das haben wir schon alles verstanden. Ich verstehe, danke. Die Tech-Priesterin senkt den Kopf. Wir benötigen einen neuen Maschinenseher, der irgendwo im System zu finden sein müsste. Ja, der ist unser persönlicher Assistent oder so. Was sagt denn der Artillerieoffizier? Nein, meine Aufgabe ist simpel, das Arsenal in Ordnung zu halten und auf Befehl zu feuern. Aber ihr könnt jeden fragen, wir haben keine fähige Crew. Keinen Lord Captain. Was? Artillerieoffizier, vergesst euch. Der Artillerieoffizier verschluckt die Worte, die ihm offenbar fast herausgerutscht wären. Er sieht sich erneut an, ehe er den Blick senkt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, Lord Captain. Ich bin ein Narr. Verzeiht. Das Schiff ist zerstört. Jederzeit Offizier ist tot und der Lord Captain ist nicht mehr unter uns. Die Angst hat mich ergriffen. Er blickt zu dir auf. Aber ich habe von euch gehört. Oh ja, euer Ruf ist sogar in der Ausdehnung vorausgeeilt. Ich darf mich vor einer solch illustren Person wie euch nicht aufspielen. Er zupft seine Uniform zurecht und richtet sich kerzengerade auf. Der Artillerieoffizier kann berichten, dass der Rest des Arsenals gerettet wurde und die Batterie unbeschädigt ist. Wir sind bereit zu kämpfen, wenn das der Wille des Lord Captain ist. Okay, der ist ein bisschen durch den Wind. Ich möchte den Bericht des Infernusmeisters hören. Jawohl, Lord Captain. Der große junge Mann senkt hochachtungsvoll den Kopf. Ich kann berichten, dass alle Brände auf sämtlichen Decks mittlerweile gelöscht sind. Meine erste Schadenseinschätzung, Material- und Crewverluste, ist abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden dem Truxes und dem Hochfaktotum übergeben. Er hat den Posten erhalten, nachdem der vorherige Infernusmeister und seine nächsten drei Vertreter in Ausübung ihrer Pflicht gefallen sind, flüstert Abelard so leise, dass nur du es hören kannst. Der Junge macht sich bisher recht gut, er kommt sozusagen bestens damit zurecht, wenn es heiß wird. Okay, und Hochfaktotum, was habt ihr zu berichten? Wir arbeiten Tag und Nacht, um eine vollständige Verlustaufstellung zusammenzustellen. Zu dieser Aufgabe muss eure Lordschaft praktisch nichts beitragen. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass alle beschädigten Komponenten des Tech-Priesters den Tech-Priestern übergeben werden und alle verlorenen Vorräte ersetzt werden. Nur eine Ressource kann ich nicht im Alleingang kompensieren, und das sind Menschen. Wir haben mehr als 2000 Crewmitglieder verloren, und leider bezieht sich diese Zahl nicht nur auf den Abschaum in den unteren Decks, der leicht zu ersetzen ist, sondern auch auf gut ausgebildete Fachkräfte. Ja, der Kaifer ist aber nicht so, der weiß genau, dass die auch notwendig sind, die einfachen Menschen. Wir können unsere Verluste auf dem nächstgelegenen Planeten ausgleichen, Rückard Minoris. Allerdings gehört diese, wie auch das gesamte System, der Freihändler-Dynastie Winterzunde. Bevor wir dort rekrutieren, müsst ihr eine Absprache mit dem Gouverneur treffen. Dazu kann ich nichts beitragen. Verhandlungen auf dieser Ebene sind dem Freihändler vorbehalten. Das geht umso mehr, weil Kaligos Winterzunder dafür bekannt ist, erst anzugreifen und dann Fragen zu stellen. Gerade was aufgetaucht, das lesen wir gleich im Journal. Genau wie die beschränkten Sträuche, die er üblicherweise als Gouverneur auf seinem Planeten installiert.
Ich fasse zusammen. Wir haben erhebliche Verluste bei der Crew, benötigen einen neuen Maschinenseher Primus sowie einen Navigator. Ist das alles, was uns daran hindert, die Reise fortzusetzen? Exakt, Lord Captain. Aber vergesst nicht, dass unsere Prüfungen damit nicht beendet sind. Die Systeme des Schiffs müssen eingehend auf Schäden überprüft werden, was nur auf der Footfall-Station möglich ist, weil sich dort das einzige Dock im Sektor befindet. Aber wir werden Footfall nie erreichen, wenn wir nicht zuerst diese drei dringlichen Probleme lösen. Was könnt ihr mir noch über das System sagen, in dem wir uns derzeit befinden? Dazu soll sich besser die Voxmeisterin äußern. Herrin Tolliman? Wir befinden uns im Sternsystem Rikard und die Reise hierhin erfolgt auf Befehl der Vorgängerin eurer Lordschaft. Es gibt drei bewohnte Himmelskörper in diesem System und unsere Versuche, ihren Vox-Nachrichten zu senden, hatte widersprüchliche Reaktionen zur Folge. Die Station der Navis Nobility hat nicht nur nicht geantwortet, sie hält anscheinend komplette Vox-Stille. Immerhin haben wir ein Notsignal von unserem Gefängnisplanetoiden im System eingefangen. Rikard Minoris selbst hingegen hat auf unsere Kontaktversuche ebenfalls nicht reagiert. Aber das Beunruhigendste daran ist, dass unsere Auguren Signale von den Planetenoberflächen abgefangen haben, die auf akute Feindseligkeiten hindeuten. Die Auguren, eine Sensortechnologie, die es Raumschiffen ermöglicht, Planeten zu scannen. Die Situation ist nicht gerade ermutigend, aber ohne einen Navigator, einen Techpriester und neue Crewmitglieder können wir eh nirgendwo hinfliegen. Also müssen wir auf dem Planeten zu der Station der Navis Nobility und herausfinden, was zur Lehre dort vorgeht. Danke für alle Berichte. Wegtreten. Die versammelten Offiziere salutieren vor dir. Eure Lordschaft, eine Sache wäre da noch. Eine vertrauliche Angelegenheit von höchster Wichtigkeit. Lady Theodora, Abelard zögert, eure auf ewig geschätzte Vorgängerin hatte einen Grund, das Schiff hierher in dieses System zu bringen. Sie hatte einen Geheimauftrag. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wer überhaupt die Autorität hat, einer Freihändlerin einen Auftrag zu erteilen. Ich werde euch sagen, der Großinquisitor. Okay, ist ein kleiner Fehler hier. In der Coronus-Ausdehnung. Okay. Ich habe auf Theodoras Schreibtisch einen seltsamen handgeschriebenen Brief gefunden. Unterschrieben war er mit XC. Ich nehme an, dass ihr darauf anspielt, richtig? Ja, genau, XC. Xavier Kalkasar. Das ist eine mächtige, mysteriöse Gestalt. Alter! Ich guck gleich mal, ob ich das einstellen kann. Das verschwindet. So. Ja, Lady Theodora sollte die rechte Hand des Großinquisitors ausfindig machen, einen gewissen Heinrichs von Kallox. Ein Interrogator, ihr versteht. Ich weiß nur, dass er sich irgendwo in diesem System aufhält. Aufhält wahrscheinlich. Dass wir ihn finden, ihm jegliche Unterstützung gewähren und ihn danach nach Footfall im Furibundus-System bringen müssen. Ihn ohne weitere Informationen zu finden, wird keine leichte Aufgabe sein, aber Inquisitor ist eine wichtige Person. Die Behörden hier im System, entweder die Navis Nobility oder der Gouverneur von Rikard Minoris, wissen vielleicht etwas. Ja, wenn wir im Auftrag eines Großinquisitors unterwegs sind, sollten wir eigentlich auch ein bisschen leichte Unterstützung bekommen. Schauen wir mal. Das wäre alles, eure Lordschaft. Vor euch liegt viel Arbeit, aber das ist nur ein Vorgeschmack auf die tägliche Bürde eines Freihändlers. Schon bald werdet ihr die Zügel des Protektorats von Valancius in den Händen halten. Abelard wirft dir erneut einen prüfenden Blick zu, als wolle er herausfinden, wie lange du diesen Berg von Problemen standhältst. Seine Miene entspannt sich ein wenig und er sieht aus, als würden nun einige aufmunternde Worte folgen. Ah, hier ist nochmal der Verkaufsgegenstand. Bestimmte Anzahl von Wendungsmöglichkeiten, in den Slot ziehen. Okay. Und warum ist das jetzt schon aus mit Idira? Schwester Agenta, Idira, erklärt euch. Die Schwester der Schlacht nickt grimmig in die Richtung Idira. Die Psionikerin leidet an irgendeiner Krankheit oder finsterem Wahnsinn. Sie hat darauf bestanden, den Freihändler zu sehen. Ich hielt es für unklug, sie ohne Aufsicht zu lassen. Für einen kurzen Augenblick klingt Schwester Agentas Stimme zögerlich. Ich hätte zudem gehofft, euch mit einer persönlichen Bitte behelligen zu dürfen, aber das kann warten. Sprecht mich an, wenn ihr Zeit habt, Freihändler. Idiras glasiger Blick, also mit dem sollen wir noch sprechen. Nicht zu lange warten steht übrigens. Idiras glasiger Blick schweift über die Anwesenden, dann verlässt ein einziges Wort ihre Lippen. Tagesanbruch. Okay, das sieht nicht gut aus. Idira, kommt zur Vernunft. Verdammt. Idira presst verzweifelt ihre Finger gegen die Schläfen.
Eure Lordschaft, die Sache ist die, ich habe versucht, in die unmittelbare Zukunft zu sehen und es traf mich wie ein Schlag. In meinem Kopf dreht sich immer noch alles. Etwas sehr Seltsames kommt auf uns zu und ich erkenne nicht, was es ist, so sehr ich mich auch bemühe. Da ist nur ein einziges Wort, Tagesanbruch oder vielleicht auch Dämmerung. Und es halt ständig wieder, wie ein Echo oder eine Glocke. Aber wenn es der Tagesanbruch ist, warum ist es dann so dunkel? An dem einzigen Wort können wir keine Informationen entnehmen. Könnt ihr uns sonst noch etwas sagen, Herrin Klass? Nein, zumindest noch nicht. Die Stimmen spielen verrückt, sie brüllen alle gleichzeitig und ich kann darin keinen Sinn erkennen. Sobald ich etwas weiß oder spüre, melde ich es sofort, in Ordnung? Lord Captain, wenn ihr möchtet, dass ich eure Zukunft genauer betrachte, sprecht mich auf der Brücke an. Meine Flüsterer haben Lady Theodora oft gute Dienste erwiesen und ich bin sicher, auch ihr könnt von ihnen profitieren. Wenn es sonst nichts Bedeutendes zu berichten ist, erkläre ich dieses Briefing für beendet. Es ist an der Zeit, an die Arbeit zu gehen. Spiel gespeichert. Halleluja, das Spiel in der letzten Folge, nee, am Anfang der Folge, das war ja auch nicht letzten Folge, die ganzen Talente, die echt zu viel sind, man muss das besser staffeln. Irgendwie kann sich jemand mit 50 Talenten zuballern bei dem Level-Up. Und das war jetzt auch viel. Wir haben eine Menge über irgendwelche verschiedene Systeme gehört, haben neue Aufgaben, müssen mit ein paar Leuten nehmen, wir haben eine Menge Quests. In der nächsten Runde werde ich, glaube ich, erstmal vor allem mit Agenta sprechen und dann uns auf der Brücke umschauen und dann gucken wir mal, was wir von den neuen Sachen als erstes angehen. Wir haben ja eine Menge dringende Sachen auf dem Zettel und vielleicht müssen irgendwie andere Sachen noch im Schiff erledigt werden. Level Up steht auch an, über das System erfahren und. Also, hui, die To-Do-Liste ist lang. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.